US-Präsident Donald Trump hat einer Erklärung seines neuen Rechtsberaters Rudy Giuliani widersprochen. Dabei geht es um Aussagen von Giuliani zur Schweigegeldvereinbarung mit der Pornodarstellerin Stormy Daniels. Rudy weiß, dass es eine Hexenjagd ist. Er hat gestern angefangen. Er wird seine Fakten klarstellen. Er ist ein toller Kerl. Er denkt, dass das eine schlechte Sache für unser Land ist und er hat zufällig recht. Am Freitag hatte Giuliani klargemacht, dass es keinen Verstoß während Trumps Wahlkampagne gegeben hatte. Jegliche Zahlungen seien gemacht worden, um persönliche und falsche Anschuldigungen abzuwehren. Das Geld wäre auch geflossen, wenn sich Trump zu dieser Zeit nicht im Wahlkampf befunden hätte. In einem Interview mit dem Fernsehsender Fox News in der vergangenen Woche hatte Giuliani überraschend erklärt, dass das Schweigegeld an die Pornodarstellerin über Trumps Anwaltskanzlei geflossen sei. Trump verneint, dass er von der Zahlung an Stormy Daniels gewusst habe.